So, was machen unsere beiden Zwerge hier? Du bist immer noch Stufe 2. Also ja, früher, vor Patch 1.3 ging das mal viel schneller mit den Zwergen, mit dem Aufleveln. Oh, ach ja, sollte hier mal eine Leiter platzieren. Oder eine Treppe. Eine Treppe brauchen wir sowieso. Oh, nicht gerade eine Holztreppe, eine Steintreppe sieht viel schöner aus. So, dass unsere Zwerge auch da hochkommen. Oh, und du sitzt ja hier unten jetzt fest in unserem zukünftigen Schlafzimmer. So, der Zwerg ist auch müde. Wir scheinen die maximale Lagerkapazität für einen Rohstoff erreicht zu haben. In der linken oberen Bildschirmecke sehen wir für jeden Rohstoff die Maximalanzahl, die wir lagern können. Wenn wir einen Rohstoff sammeln, der unsere Lagerkapazität übersteigt, erhalten wir ihn nicht und er wird verschwendet. Zur Vermeidung dessen müssen wir mehr Lagerplatz erschaffen, zum Beispiel Truhen und Schränke. Jeder dieser Lagergegenstände erhöht unsere maximale Kapazität für Rohstoffe. Jo, also werde ich das Ausgraben des Goldes hier zurücknehmen und des Silbers hier fürs Erste und werde mal kurz gucken. Lagertruhen sind hier. Die kosten nur Holz. Der kostet Holz und Gold, die Doppeltruhe, und so eine würde ich gerne bauen erstmal. Weil das andere kostet Eisen. Oder Mauer. Stein war es. Ja. Mauerstein haben wir jedoch leider keins. Deswegen Holztruhe. Also brauchen wir auch mehr Holzpflanzen. Wäre nicht schlecht. Damit verbrauchen wir auch schon mal. Etwas mehr Ressourcen. Etwas mehr Gold. Können wenigstens das Gold hier wieder ausheben. So, einer unserer Bergarbeiterzwerge schläft. Und man sieht, die haben schon teilweise Level 7 oder 8 erreicht. So, du hilfst da wahrscheinlich gleich beim Buddeln, oder? Jo. Das heißt, da gibt es unten gleich wieder eine neue Treppe, hoffentlich. Du bist ja noch ziemlich voll, hoffe ich mal. Jupp. Und ja, wir könnten theoretisch hier noch eine Pflanze platzieren, aber ich denke mal, wir haben das einigermaßen gut hingekriegt mit den Pflanzen. Deswegen werde ich auch mal ein bisschen hier den Boden dekorieren. Was zum Beispiel schön aussieht im Bauerbereich hier, ist ein Boden aus Klee oder Moosboden. Wir könnten auch einen Laubboden platzieren. Aber ich habe mich jetzt schon für den Moosboden entschieden. So. Also langsam sieht diese Siedlung richtig hübsch aus. Ihr habt diese Dekoration gekauft und sie dort platziert? Was ist denn an meinen Dekorationen falsch? Nein, nein, wie sagt man noch? Jedem das Seine. Ja, König Vater ist halt auch nie zufrieden. So, jetzt können wir hier eine neue Treppe bauen. In unser baldiges Schlafzimmer. Und die Zwerge können wieder hoch. Jo.
Das heißt, wir können auch die Betten nach unten verschieben wieder. Mit ein bisschen Abstand. Das jetzt nicht, weil es besetzt ist. Oh, und unser König sitzt da drüben fest. So, wie sieht's mit meinen... Ja, noch eine Stufe, dann können wir sie upgraden. Ich warte mal so bis Stufe 4, bis ich sie upgrade. Wobei du da wahrscheinlich als Arbeiter schneller abgegradet wirst. So, wird bitte zum Arbeiter. Und dann arbeite hier drüben. Wir brauchen nämlich zum einen mehr Gold, wir brauchen auch mehr Holz. Beziehungsweise wir brauchen mehr Holz, weil wir mehr Lagerplätze brauchen, um mehr an mehr Gold zu kommen. Was versuchst du da bitte? Ach, jetzt ist er irgendwie da hochgeklettert. Interessanter Ansatz. Hier könnten wir noch irgendwas platzieren. Noch eine Holzpflanze vielleicht. Oder eine Pilzpflanze. Nee, ein Karottenbeet, da die am meisten Nahrung bringen. Und ja, lustig, wir haben... Guckt euch übrigens mal die Holzpflanzen an, an denen wachsen Holzstämme. Das hier ist nicht so gut. Das Holz lassen wir, das Gold lassen wir erstmal dort, bis wir eine neue Kiste gebaut haben. Wo ist eigentlich mein zweiter Bergarbeiter? Achso, der schläft gerade. Ich weiß nicht, übersehe ich da irgendwie eine unsichtbare Treppe oder so, dass die da ständig runterhüpfen? Ich werde das Ganze am besten mal ausgleichen, so dass sie zwei Treppen haben, um hoch und runter zu kommen. Ah, und ich kann das Bett schon wieder nicht verschieben, weil es schon wieder belegt ist. Nee, du bist ein Handwerker und du bist ein Arbeiter. Gut, das stimmt. Da habe ich mich gerade verguckt. Und die beiden Krieger sind schon auf einem ziemlich hohen Level. Das können wir allerdings noch ein bisschen steigern, allerdings, wenn wir wollen. Wir haben ja eh genug Materialien gerade. Oh nein, jetzt können wir eine Holztruhe bauen. Ah, sehr schön. Also die große Holztruhe, eine Doppeltruhe. So, da hat unser Handwerker mal wieder was zu tun. Und dich können wir jetzt verschieben. Yay, so. Der schlafwandelt übrigens gerade, unser Jungzwerg. So, zusätzliches Trainingsgerät. Das kostet wahrscheinlich wieder Holz, ja. Aber Holz kriegen wir rein. Hier passt alles soweit. Und ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe und mir es noch nicht klar war. Zwerge können den Block über sich auch ausgraben. Was ganz praktisch ist. In Ordnung, jetzt haben wir für eine Weile genügend Nahrung.
So wie ihr esst, solltet ihr Sorge tragen, dass immer genügend Nahrung vorhanden ist, denn sonst werden eure Zwerge Hunger leiden. Grab mir some food and listen. Vater, hört auf, mich vor meinen Zwergen zu beschämen. Genau. Was? Aber ihr esst wie ein verhungernder Zwerg. Das hat mich schon immer fasziniert. I'm the prince and you will hear me. So, jetzt haben wir also Betten und Dekorationen gebaut. Und auch mit der Nahrungsernte sind wir fertig. So, jetzt haben wir eine funktionierende Basis. Die Zwerge sollen jetzt eine Weile lang zufriedengestellt sein. Nun, ihr habt eine Siegel für eure Zwerge und könnt endlich die eigentliche Prüfung angehen. Auf einem Weg zur Schatzkammer befindet sich ein Außenpostenraum. Ich empfehle euch, ihn zu finden. Zum Außenpostenraum gehen, verstanden. Werdet ihr mir zur Abwechslung mal etwas helfen, Vater? Würde ich das nicht, müsste ich hier den ganzen Tag lang rumsitzen. Jo, jetzt haben wir auch endlich mal ein bisschen mehr Lagerkapazität durch die Doppeltruhe gekriegt. Und wir kriegen immer mehr Ressourcen rein. Und ja, den Thron lasse ich einfach mal da so stehen. Übrigens, hier oben können wir die Zufriedenheit unserer Zwerge ablesen. Also erst einmal, wo gerade die Zufriedenheit steht. Gesamtzufriedenheit. Je zufriedener unsere Zwerge sind, desto effektiver sind sie übrigens. Und hier ist die Zufriedenheitstendenz. Die ist abhängig davon, wie viele schöne Objekte wir platziert haben und wie viele Zwerge wir besitzen. Also je mehr schöne Objekte wir bauen, desto höher geht die Tendenz. Je mehr Zwerge wir besitzen, desto niedriger geht die Tendenz. Das zwingt uns halt dazu, immer wieder schönere Objekte zu bauen. Weil wenn die Zwerge halt nicht zufrieden sind, arbeiten sie nicht. Ganz einfach. So. Deswegen dekoriere ich jetzt mal hier den Eingangsbereich ein bisschen weiter. Auch wenn das gerade unnötig war. Den Block da könnten wir nämlich eher ausheben. So, bitte einmal ausheben. Ich dekoriere lieber hier oben die Kohlepfannen und dann ein bisschen die Wände. Und lasse dabei das Spiel weiterlaufen. Also ja, meisterhafte Steinmauern. So, so sieht das doch schon mal ganz nett aus. So haben wir einen schönen Eingangsbereich. So, hier vielleicht noch einen Boden. Und da sollten wir als nächstes das Schlafzimmer dekorieren. Am besten mit solchen Dielenböden oder mit Holzböden. Und dafür haben wir kein Holz mehr. Warum haben wir kein Holz mehr? Ach stimmt, ja, das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Pflanzen haben nur eine gewisse Haltbarkeit. Danach müssen sie neu gesetzt werden. Beziehungsweise sie werden automatisch neu gesetzt. Nachdem sie aufgebraucht wurden. Und das kostet mich dann eben auch Ressourcen. Wenn sie nicht neu gesetzt werden können, weil zum Beispiel nicht genug Holz oder Gold da ist, dann verpuffen sie einfach. Deswegen ist jetzt zum Beispiel konnte ich den Dielenboden gerade nicht platzieren. Einfach, weil ich nicht genug Holz hatte. So, ich kann Mauerfliesen aus Laub oder aus Moos, aber ich entscheide mich für schlichte Holzwände. So, da sieht die Ecke auch schon mal ein bisschen heimischer aus, wo unsere Zwerge schlafen sollen. Und unsere Tendenz steigt. So, der Raum, in dem wir essen,
Den könnten wir auch dann etwas verbessern. Auch indem wir einfach wieder solche Fliesen platzieren. Drunter.